Okay, also, wo ist der komische Schrieb? Okay, lasse jenen, der in den tiefsten Schatten versteckt, Schatten und so weiter. Also es sind recht viele Worte, die mit Schatten zu tun haben und verstecken. Also brauchen wir erstmal Dunkelheit und suchen jetzt den dunkelsten Punkt. Das hier sieht ziemlich dunkel aus. Das hier sieht ziemlich dunkel aus. Und hier in der Ecke war auch noch irgendwo einer. Genau, hier hinten. Hier ist es wohl mit am dunkelsten. Also, in der dunklen Ecke den ersten Stein werfen. In die Richtung der Scarlet-Sünde, also der rötlichen Sünde. Seine Füße fest platziert, also man soll stehen bleiben. Wirft er einen zweiten Stein in das reinigende Weiß des hohen östlichen Schnees. So, wo sind die heiligen Steine? Da sind drei. Das sind bei weitem nicht alle, aber es muss reichen. Das Schild trägst mal kurz du. Da wird das Weiß des Ostens. Ist der Osten? Da ist Westen. Vielleicht gibt es gar keinen. Achso, das ist nur ein Lichtreflexion. Ich dachte, da wäre gerade irgendwie so ein weißer Punkt gewesen. Das da. Aber nee. Also einfach nur nach Osten werfen. Also zur roten Sünde. Das da. Und dann nach Osten. Also müssen wir hier, da oder da werfen. Und wo ist der Punkt, wo die sich schneiden? Also hier ist ein Schatten. Hier ist auch der andere Schatten. Da kommt das Licht ja von da und wird da gebrochen. Und hier, je nachdem wie wir stehen. Wenn wir so stehen, sieht uns die Fackel. Wenn wir uns so drehen, sieht sie uns nicht mehr. Aber ja, der Punkt hier müsste richtig sein. Also werfen wir einen Stein dahin und einen Stein dahin. Ding. Oh, sehr schön. Und das war's. Also diese kleinen Lichteffekte, die finde ich richtig cool. Ich weiß nicht, wie er das reinbekommen hat. Und der Sanduls Orb. Der macht mal eben 35 Energie, 5 Power und Feuerballschaden höher. Sehr sauber. So. Wenn wir jetzt was anderes zu töten bekommen außer Feuerinventare, wäre es echt schön. Wir nehmen mal eine Fackel mit, einfach nur, falls wieder irgendein Fackelrätsel kommt. Und ich höre diese fliegenden Spinnen. Die mag ich gar nicht. So, Feuerball, Blitzstrahl, rein da. Wir brauchen jetzt den Unraveler auf dem... Nein. Da war mein Finger zu schnell. Ich hab's kommen sehen. Wir brauchen jetzt den Unraveler of Mysteries. Das könnte echt dieser Orb sein. Das müssen wir hier weg. So. Ach, den Unraveler of Mysteries haben wir schon, zwei Schlüssel. Jetzt können wir da einfach weitergehen. Wir wollten ja nur zurücklaufen, damit ich den Secret hier nicht verpasse. Also den Orb. So, hier rum, darum, darum. Das Ding irritiert mich immer noch. Probieren wir was aus. Blitze, Quatsch. Eis fehlt noch und Gift. Eine der teuren Eisbomben. Nö, ist kein Secret. Schade, aber war ein Versuch wert. Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Das Gift weg? Ja. Und du solltest vielleicht mal deine Steine weglegen. Und dein altes Schild nehmen. Wo sind eigentlich die restlichen heiligen Steine geblieben? Ernsthaft? Ach, die hätten wir zwischengelagert. Meh. Gut, dass wir wenigstens ein paar neue gefunden haben. So, klick. Blitzstrahl. Feuerball. Und was steht da? Schatzkammer. Hihihi. Erstmal gucken, dann plündern. Wir haben ein Buch. Bücher sind immer toll.
Wir haben drei Armreife. Einmal Giftschutz, einmal, ich glaube, das war Schutz und einmal schneller angreifen. Ne, Stärke und Lebenspunktregeneration. Das war höhere Angriffskraft. Also nö, unsere Nahkämpfer haben beide schon was ordentliches. Und da sind Chitin Schuhe und Helm. Schuhe haben wir schon. Das wäre also nicht so sinnvoll. Oder sind das die Vela-Schuhe? Nee, die sehen nicht so gelblich aus, sondern eher braun. Ja, nö. Ich schiebe hier immer noch zum Lurker-Set, weil das Ausweichen gibt und Ausweichen viel, viel toller ist. Also, wir haben einen goldenen Schlüssel. Hatten wir uns nächstes Mal einen aufbewahrt irgendwann? Das war der, ne? Ah ne, da ist ein zweiter. Also das Buch will ich auf jeden Fall haben. Da geht nichts dran vorbei. Und den anderen bewahren wir uns auch und gucken, ob es tiefer nochmal eine Schatzkammer gibt. Die Kunst des Backstabbens. Benötigt drei Dolche. Bringt drei Dolche und 10 Energie. Hm. Cool. Geil. Neue Spezialattacke. Sehr schön. Und den Shield of Valor. Der macht Ausweichen plus 10, Stärke plus 2, Feuerresistenz plus 20. Ja, mehr Stärke ist immer gut. Und jetzt mal kurz Schildvergleich. Du hast nur Ausweichen plus 10. Okay. Sehr, sehr schön. Raus hier. Und da lang gehen. Da müsste es ja auch langsam zur nächsten Etage kommen. Yeah. Ogre Crossing. Also eine Ogerkreuzung. Ich will nicht auf eine Ogerkreuzung. Gemacht von dem toten, guillotinierten Mann. Brauch mich nicht. Hä? Gemacht von dem toten, guillotinierten Mann. Komma? Er braucht mich nicht? Also ein toter, guillotinierter Mann braucht mich nicht. Ein Sarg? Nein. Gemacht von einem toten, guillotinierten Mann. Den Rest ignoriere ich mal kurz. Was wird von einem toten, guillotinierten Mann gemacht? Der Körper? Soll ich jetzt irgendwelche Organe reinlegen? Der Satz ist komisch strukturiert. Does not need me. Gemacht von und ich brauche nicht. Haben wir den Schädel noch? Einen Helm braucht ein guillotinierter Mann nicht. Halskette. Aha, und sie ist aus Knochen. Crookhorn Longbow. Du bist 75 Gold wert und wiegst nur 1 Kilo. Du kommst mit. Und hier... Ogre Crossing. Yeah. Eigentlich würde ich hier gerne abspeichern, aber die Folge ist noch nicht rum. Also, klick. Lesen und rückwärts gehen. Lerne dein Gewicht zu manipulieren. Und die Kraft von niedrig, also von dummen Wesen. Leite sie zur Kreuzung Norden nach Süden, Osten nach Westen. Alles muss in Paaren getan werden, also doppelt. Bewähre dich hier auf der Kreuzung und der Weg nach vorne wird beleuchtet werden oder dir erscheinen oder sowas in der Richtung. Hallo. Und da sind überall diese Photonenrezeptoren. Blaugrün. Ah. Okay. Gut. Ich denke, wir werden hier länger sein. Das sieht ausgefeilt aus mit diesen ganzen. Ja, die kann ich rausnehmen. Wie löse ich euch aus? Mit dem Knopf hier, hm?
Boah, da hat er sich was richtig Geiles einfach. Begehe einen einfachen Gedanken. Da sperre ich einen Ogre ein. Vielleicht. Also da einen Ogre einsperren. Also der Ogre kommt dann hinter mir her und wird hier von irgendwas beschossen, was da rauskommt. Läuft hinterher, läuft hinterher, läuft hinterher. Ja, kommt irgendwie zugestimmt, wird beschossen. Ich mache einen Seitenschritt. Bin sicher und er donnert hier gegen und löst die Druckplatte aus. Und da steht er dann erstmal kurz für eine Sekunde und dreht sich um. Und in diesem kurzen Intervall muss ich dann wahrscheinlich irgendwas anderes machen. So, hier ist eine Tür ohne Schalter. Und wieder so eine Druckplatte. Die aber andersrum läuft. Genau, das wäre jetzt Ost-West, Nord-Süd. Okay. Also Falle Nord-Süd. Falle Ost-West. Und eine komische Tür. Was haben wir hier? Oh, Notiz. Und eine Steinschleuder, nicht ernsthaft. Soll ich sie damit pullen? Okay. Ich bin zu dem Entschluss gekommen oder zu dem Gedanken gekommen, dass du nur... Was? Dass man nur durch den Dungeon gehen kann, wenn man von oben startet. Ich denke, der Dungeon oder der Kerker wurde auf diese Art designt. Aber warum? Weil man sich bewehren muss? Oder damit keine Eindringlinge reinkommen können, um den zu befreien, den Würfel? Boah, vielleicht. So, und hier ist jetzt noch eine Falle. Oh. Müssen wir beide Uber hier reinbringen? Sieht fast so aus. Also Reihenfolge wäre dann... Nee, es geht nicht. Wir können keine zwei Uber... wir können doch zwei Uber einsperren, das wird kompliziert. Also wir könnten ihn jetzt anlocken. Hier in den Lichtern vorbeilocken, dann da einsperren, dann gehen wir hier rum, locken ihn hier an, bringen ihn irgendwie dazu, hier reinzugehen. Oder nehmen gleich den Ogre da oben. Also wir nehmen den Ogre da oben, der folgt uns hier runter, folgt uns hier hin. Wir laufen hier durch und er ist eingesperrt. Dann holen wir den anderen Ogre, ziehen ihn auch hier runter, dann ist hier ein Ogre im Weg. Und dann müssen wir hier einmal um den Ogre rumtanzen, während der zweite Ogre hinter uns her ist. Ohne eingefangen zu werden und gehen dann hier raus. Und dann sind beide Ogre in diesem Bereich eingesperrt. Das könnte das Rätsels Lösung sein. Aber was das jetzt alles mit den ganzen Augen da zu tun hat, weiß ich immer noch nicht. Vor allem das Auslösen müssen wir erstmal ausprobieren. Also du befreist den da. Das wollen. Oh, da sind Druckplatten drunter. Okay. Und wer befreit den anderen? Erdbeben. Au, au. Okay. Euch mal weg. Hier kamen wir rein. So, der Knopf befreit dich. Du hast auch eine Druckplatte und du guckst irgendwie böser als sonst. Das heißt, der andere Knopf hier vorne löst diese komischen Geschosse aus. Nein, 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 nein. Das war so nicht geplant. Warum machst du sowas? Klick, klick, klick. Was zur Hölle? Was willst du? Komisches Programm. Also die Knöpfe haben definitiv nicht das gemacht, was ich dachte, dass sie machen. Äh.
Klick, 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 klick. Es ist nicht schön, im Dunkeln mit zwei Ohren rumzutanzen. Und jetzt versuchen, das Rätsel zu lösen. Na gut, ich... Sieht bedrohlich aus. So, komm her, doofes Ding. So, komm hierher. Au. Nein. Du sollst eigentlich mir hinterher kommen. Wie kriege ich denn jetzt beide hier hin? Oh, sind beide hier. Wie kriege ich das Tor hier wieder auf? Grün hat gerade geschossen. Und wenn ich hierauf gehe... Das ist sehr verwirrend. Könnte mich mal jemand von euch aggroen? Ich würde euch gerne einsperren. So, hast du davon. Au! Jetzt der wieder frei hinten, richtig? Jo. Warum schießt du nicht? Wer hätte eben gerade schießen müssen? Das Prinzip, wann ich schießen, habe ich auch noch nicht raus. Also vorhin stand ich... Warum stürmst du mich nicht an? Genau. Stürmst mich an, bist eingefangen. Du kommst mit. Diesmal drücken wir den Schalter nicht. Sondern du gehst wieder in deine komische Zelle da hinten. Dann stellen wir die Augen hier mal um. Komm, but, 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 but. Also die Ober können die Druckplatten auslösen, wir nicht. Schon mal hilfreich. So, komm her. Du bist da irgendwo, ich weiß das. Da bist du. Ja, so klappt das nicht. Ich kann dich da nicht reinschubsen. Also musst du erstmal wieder hier hin. Genau. Dann kommst du... Warum hat gerade ein Tor aufgegangen? Du sollst vor uns gehen, du doofes Ding. Nein, 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 nicht neben. So, jetzt stürmen wir uns an. Dann kann ich abspeichern. So. Diese beiden doofen Dinger sind wieder eingesperrt. Ich weiß jetzt nicht, welcher wo eingesperrt wurde. Aber wir haben auf jeden Fall schon wieder Zeit zum Nachdenken. Also ich speichere jetzt ab und danach drehen wir ein bisschen die Augen hier um, in der Hoffnung, dass die irgendwas bewirken, wenn sie gleichartige Augen drin haben. Das passt hier hin von der Anzahl. Also bis gleich.